es euch auch. Einen Moment. Weiß ich, Fehler mache oder so. Das ist mein erstes Mal. Für jedes Mal das erste Mal. Und das ist heute mal meins. Und bitte nicht zu gemein sein in den Kommentaren. Ich checke nochmal kurz, ob mein Video an ist. Es wäre nämlich zu schade, das hier zu öffnen, ohne dass die Kamera läuft. Alles in Ordnung. Okay. Also, das Bier heißt halt Dachstein, rot-blondes, auf Buchenholz gereift. Hinten steht drauf: mit erlesenen Zutaten gebraut und sanft auf Buchenholz gereift, entfaltet unsere obergärige Spezialität ihr komplexes Aroma und die klare rotblonde Farbe. Der weiche, karamellartige Geschmack mit feinbitterer Note macht den Dachstein original zu einem besonderen Genuss. Es hat 4,9% und ist 0,5. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas trinke. Normalerweise halt nur Bitburger, Radler, Bitburger Pilz, Beck's Gold, Beck's Green Lemon, was auch sehr gut ist, aber das sind halt die normalen Biere, die jeder schon kennt. Ich denke nicht, dass das alle kennen.
weiß nicht, ob man es rausrichten kann, ob es herb ist, aber es hat auf jeden Fall einen süßlichen Ton, wie beispielsweise Becks Gold oder so. Ich muss sagen, ich würde es auf jeden Fall nochmal kaufen. Okay, ich habe eine Überschrift oder ein Thema für dieses Video mir ausgesucht. Und dieses Thema heißt Personalitäten oder Persönlichkeiten. Kinder
Ich kann nicht sagen, dass ich das mag. Auf keinen Fall. Ich mag es gar nicht. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen, die Loyalen. Und selbstständigen und offenen Menschen. Das sind dann meine Freunde. Denn ich sage, ich nenne niemanden meinen Freund, solange ich ihm nicht vertrauen kann. Freundschaft ist nur auf Vertrauen aufgebaut. Ohne Vertrauen keine Freundschaft. Das sehe ich so, weil wenn man mit Freunden irgendwas besprechen will, macht man natürlich auch, dann muss man ihm vertrauen können. Einfach nur, weil ich kann nicht zum Beispiel mit dir darüber reden, wie es mir geht, wenn ich weiß, ist die ganze Schule. Nein, meine Freunde, denen vertraue ich. Wie lange machen wir denn schon? Okay. Und dann gibt es noch die Leute, die keins von beidem sind. Die Zurückhaltenden und Schüchternen. Haben möchte, denen ich helfen möchte, sich selber vielleicht zu akzeptieren oder mal auf die Kacke zu hauen und den Leuten zeigen, wie es, was man wirklich fühlt. Weil Mobbing wird niemals aufhören, niemals. Weil es dafür zu viele Leute gibt, die sich einfach nur groß fühlen können, wenn der andere sich wegen ihnen klein fühlt. Ich sehe, wie Leute gemobbt werden, dann helfe ich. Egal. Also, sagen wir es so. Man muss eigentlich immer helfen. Aber man sollte sich selber nicht in Gefahr bringen. Ich rede nicht von mentaler Gefahr. Ich rede von körperlicher Gefahr. Wenn man Angst vor mentaler Gefahr hat, dann schert man sich zu viel darum, was andere Leute über einen denken. Denn ich. Schwächeren gemobbt. Warum nicht die Großen? Das sind die gleichen Menschen. Alles ist das Gleiche, nur die Persönlichkeit ist das andere. Tut mir leid, ich muss noch mal kurz checken, ob alles läuft. Ich möchte nicht, dass es verloren geht. Sagen, es sollte mehr Leute geben wie mich. Ich will nicht sagen, hey, ich bin der Tollste. Es ist mir egal, was andere denken. Ich bin der Gute, der gegen Mobbing ist. Nein.
Schon das selber zu hören. Schwachen genommen haben. Das war ein Mädchen auch noch.
Schüchtern. Es ist okay. Falls du ein Mobber bist. Okay. Ich war auch mal in einer Mobbing-Situation, wo ich jemand war, der gemobbt hat. Zuerst habe ich es gar nicht gemerkt. Das ging aber auch nicht lange. Aber dann ist mir aufgefallen, hey, was mache ich da? Mich bei dem entschuldigt. Und der ist jetzt einer meiner besten Freunde. Falls du ein Mobber bist, dann guckt, oder falls du jemand bist, der auf anderen Leuten rumhakt, denkt, es sei lustig, wirklich, du, vielleicht denkst du wirklich, es ist lustig, aber denk nochmal bitte ein zweites Mal nach. Du kannst dich ändern. Und es ist ein besseres Gefühl. Ganz ehrlich. Also, jeder ist so, wie er ist, und das ist gut so. Wenn es nur Typen für mich oder wie andere geben, wenn es nur Typen geben würde, die alles egal ist, das wäre scheiße. Also ich meine, Menschen sind Menschen, Menschen sind unterschiedlich und das ist gut, das möchte ich damit sagen. Das war nur meine Meinung zu diesen Persönlichkeiten, Personalitäten, Charakter, Eigenschaften. Oder gut gemacht, oder da bin ich so dankbar für. Also danke nochmal an jetzt fast wieder 1100 Abonnenten, kurz vor der 100. Ich habe fast 100 Abonnenten in weniger als einem Monat gemacht, oder weniger als zwei Wochen. Ich würde fast danke, dass ich so, ja, dass ich so Chance habe. Ich muss noch mal einmal kurz checken, ob die Videokamera noch läuft. Wenn die überhitzt, nehme ich noch mal gerne. Alles okay. Und ich hoffe auch nicht, dass ihr mir sagt, hey, ich mag deine, sag mir bitte deine echte Meinung. Ich mag dich, aber ich finde, du bist für die Peer Reviews noch zu jung. Da sieht man lieber ältere Männer. Oder du sagst, hey Julius, cool, dass du es machst. Oder sag mir einfach deine Meinung bitte, das ist mir echt wichtig. Denn ich möchte keine Videos machen, die ihr nicht sehen wollt. Es freut mich, euer Feedback zu lesen. Besonders das Positive, aber auch das Negative, denn sonst kann ich mich nicht verbessern. Das war meine erste Peer Review. Ich bin wirklich gespannt, wie es ankommt. Aber ich hoffe, ich konnte dich zum Entspannen bringen. Vielleicht auch zum Einschlafen. Oder einfach nur ein bisschen ausruhen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf. Ciao.